Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion und Mitinitiator des Antrags für eine allgemeine Impfpflicht, Janosch Dahmen, hat sich erstmals darüber geäußert, wie eine Impfpflicht konkret aussehen könnte. Zitat: Die Impfpflicht kann zur Befriedung der Gesellschaft beitragen, weil sie für Klarheit sorgt, sagte Dahmen der Bild am Sonntag. Darüber hinaus könnte eine Impfpflicht, Zitat, die Dauerschleife aus immer neuen Wellen, neuen Schutzmaßnahmen und Lockdowns beenden. Wie von Bundeskanzler Olaf Scholz bereits angeregt, sieht Dahmen die Altersgrenze für eine Impfpflicht bei 18 Jahren. Um die Impfpflicht zu erfüllen, müsse sich jeder Erwachsene in Deutschland nach Dahmens Vorstellungen dreimal impfen lassen. Wer sich trotz Impfpflicht nicht impfen lässt, soll mit einem Bußgeld rechnen müssen. Einen Beitrag im mittleren dreistelligen Bereich hält Dahmen für angemessen. Zitat: Bevor das fällig wird, sollte den ungeimpften Personen allerdings eine Frist von etwa 6 Wochen eingeräumt werden, um die Impfung nachzuholen. Haftstrafen für hartnäckige Impfverweigerer lehnt Dahmen jedoch ab. Kontrolliert werden soll die Impfpflicht nach Dahmens Vorstellungen zum einen anlassbezogen von den Ordnungsbehörden, Zitat: An Orten, wo besondere Sicherheitsrisiken bestehen, überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen, zum Beispiel bei Konzerten. Darüber hinaus brauche es aber auch, Zitat, Kontrollen von Arbeitgeber, zum Beispiel bei Neueinstellungen. Nach Dahmens Vorstellungen soll die Impfpflicht ab Sommer gelten. Bis Ende März plant er, das Gesetz zu beschließen.